Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin die Karin. Und ich bin der Michi. Und heute geht's bei uns um den Wald. In einer solchen Handvoll Waldboden leben mehr Organismen, als es auf der Erde überhaupt an Menschen gibt. Ja, so ein Wald ist ein wahres Wunderwerk der Natur, wenn es ein naturnaher Wald ist. Aber Karin, was heißt eigentlich naturnaher Wald? Einen naturnahen Wald erkennt man daran, dass ein buntes Durcheinander herrscht. Hier ein zarter Baumkeimling, dort ein meterdicker Stamm, herumliegendes, totes Holz, viele verschiedene Baumarten und natürlich viele verschiedene Pflanzen, Pilze, Flechten und Moose. In einem Naturwald ist einfach extrem viel los und er hat Superkräfte. Sie leisten enorm viel, auch für uns Menschen. Zum Beispiel produzieren sie Sauerstoff, den wir zum Atmen brauchen. Wälder regulieren unser Klima. Weil die Pflanzen in ihrer Pflanzenmasse Kohlenstoff speichern, das ist ein Baustein für das Treibhausgas Kohlendioxid, wirken sie der Klimaerhitzung entgegen. Und Wälder sind riesige Wasserspeicher. Sie saugen im Boden, aber auch im toten Holz das Wasser förmlich auf. Wälder liefern uns den Rohstoff Holz. Und Wälder sind Erholungsräume, wunderbare Orte für Spaziergänge und Wanderungen. Wälder sind Apotheken. Viele Waldpflanzen haben nämlich Heilkräfte und man stellt aus ihnen Medikamente her. Und Wälder schützen uns vor Steinschlag, vor Lawinen oder vor Murenabgängen. Wälder sind das Zuhause für viele Tiere und Pflanzen. Es gibt sehr viele Waldbewohner und einige davon stellen wir euch jetzt vor. Der Luchs ist ein ganz scheues Tier. Er fühlt sich in Wäldern am wohlsten, in denen es viele Versteckmöglichkeiten gibt. Er hat sehr scharfe Augen und ein gutes Gehör. Seine Beute erwischt er, indem er sich ganz leise anschleicht und dann die Beute mit großen Sprüngen überrascht. Der Alpenbock ist ein einzigartig blauer Käfer. 3 Jahre dauert es, bis er sich von Ei zur Larve, Larve zur Puppe, Puppe zum fertigen Käfer entwickelt hat. Damit er überleben kann, braucht er totes Holz im Wald. Darin legt nämlich das Weibchen seine Eier ab. Der Schwarzspecht mit seinem roten Federschopf ist der größte heimische Specht. Er ist ungefähr so groß wie eine Krähe und seine Stimme habt ihr bestimmt schon einmal gehört. Seine Bruthöhle baut er am liebsten in alte Laubbäume. Dort legt er dann seine Eier ab und zieht die Jungen groß. Der Feuersalamander lebt am liebsten in feuchten Laubwäldern mit vielen Bächen und Tümpeln. Hinter den Augen hat der Feuersalamander eine Drüse, aus der kann er Gift spritzen, damit er von anderen Tieren nicht gefressen wird. Für gewöhnlich verwendet er das Sekret, aber um seine Haut zu schützen und zu reinigen. Aber wie geht es eigentlich dem Wald selbst? Ihr habt sicher schon von den furchtbaren Feuern im Amazonas-Regenwald gehört. Und das, obwohl das einer der wichtigsten und artenreichsten Wälder der Erde ist. Aber auch in Kalifornien oder in der Tundra in Russland brennen riesige Waldgebiete. Auf der Erde weltweit schaut es eigentlich nicht gut für den Wald aus. Wie ist das eigentlich in Österreich? Auch bei uns geht es dem Wald nicht besonders gut. Urwälder wie am Amazonas gibt es bei uns nicht mehr. Wir finden hier nur mehr einen kleinen Urwaldrest, den Urwald-Rotwald in Niederösterreich. Das, was wir heute als Wald kennen, ist meistens ein Forst. Ein Forst unterscheidet sich von einem Wald dadurch, dass er künstlich angepflanzt ist und meistens auch ganz schön eintönig ist. Denn es gibt meistens nur eine Baumart und die Bäume sind alle gleich alt. Von naturnah und von natürlich kann hier überhaupt keine Rede sein. Man hat die Bäume gepflanzt, damit man sie ernten kann. Solche Forste sind aber nicht nur für die Natur schlecht. Sie sind auch nicht gegen die Klimakrise gewappnet. Im Sommer steigen die Temperaturen, im Winter gibt es weniger Niederschläge. Das gefällt dem Forst gar nicht und er beginnt zu schwächeln. Und so wie bei Menschen auch, wird er dann anfällig für Krankheiten und auch für Schädlinge wie den Borkenkäfer. Der Borkenkäfer hat aber nur dann die Chance, sich massenhaft zu vermehren, wenn viele Bäume derselben Art nahe beisammen wachsen. Und das ist eben nur in einem Forst so.
denn in einem naturnahen Wald wachsen viele unterschiedliche Bäume. Da tut sich der Käfer besonders schwer. Das heißt, Artenvielfalt in Wäldern schützt vor den Folgen der Klimakrise? Ja, das kann man eigentlich so sagen, denn artenreiche Wälder, das heißt Wälder, in denen es viele verschiedene Baumarten gibt, in denen es viel Totholz gibt und auch wo Bäume verschieden alt sind, sind viel besser gegen diese Klimakrise gewappnet. Deshalb setzt sich der WWF dafür ein, dass die letzten noch erhaltenen Naturwälder geschützt werden und dass es insgesamt noch viel mehr bunte, vielfältige Wälder in Österreich gibt. Aber Karin, wir brauchen doch auch Holz zum Bauen von Häusern, für Möbel. Darf man in einem naturnahen Wald Bäume fällen? Ja, das darf man. Deswegen haben wir mit Waldbauern Projekte. Da geht es um den Wald der Zukunft. Wir wollen gesunde, vitale Wälder, die Lebensraum für Pflanzen und Tiere sind und gleichzeitig uns den Rohstoff Holz liefern. Das heißt, Karin, Holz verwenden ist okay, wichtig ist aber nur, wie viel Holz wir verwenden. Und da sind wir auch beim Punkt, wo jeder etwas für den Wald tun kann. Nummer 1, Papier sparen. Viel zu viele Bäume müssen geschlägert werden, weil wir etwas ausdrucken, zum Beispiel, das wir nur kurz ansehen. Oder für Produkte, die wir nur ganz kurz verwenden, wie zum Beispiel Trinkpappbecher oder Teller. Ein zweiter Punkt, wenn ihr im Wald spazieren geht, bedenkt, ihr seid zu Gast in der Natur. Bitte bleibt auf den Wegen und stört nicht Reh und Co. Das war's schon wieder für heute. Möchtet ihr mehr zum Thema Wald erfahren, dann schaut vorbei auf unserer Website oder schreibt uns eine E-Mail. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Das letzte Mal haben wir über Bienen und Wildbienen voll viel gelernt. Gibt es Wildbienen eigentlich auch im Wald? Ja, schon. Sie brüten auch genauso in so toten Baumstämmen wie hier zum Beispiel. Wenn ihr also mehr über Wildbienen wissen wollt, dann schaut euch einfach unser Video an.